das Raufschauen auf der anderen Seite der See vor der Haustiere. Es ist von der Lebensqualität sicher eines der besten Plätze. Nur einen See weiter in Faag weht ein Hauch von Süden durch die anhaltend winterliche Landschaft. Im Zitronengarten von Michael Zeron herrscht eine freundliche Farbenpracht. Der Zitronenbauer ist auf seinem morgendlichen Rundgang und widerspricht gleich einmal dem gängigen Vorurteil der immer sauren Zitrusfrüchte. Die können bis zu 3 Monate oben bleiben. Und da passiert ganz was Witziges. Mit jedem Tag bauen die Säure wieder ab. Und jetzt, wenn das so richtig heiße Tage sind, so folgsam haben wir wirklich eine Anzahl von heißen Tagen gehabt, dann gibt es gewisse Sorten, die können die Säure komplett abbauen. Und dann kann ich die Frucht eigentlich essen wie ein Apfel. Kann da reinbeißen und die ganze Säure ist eigentlich weg. Wer Zitronen nur als anonymes Mitbringsel aus dem Supermarkt kennt, kommt hier kaum aus dem Staunen heraus. Mehr als 240 Sorten wachsen in Michaels Gewächshaus, streng biologisch großgezogen und äußerst unterschiedlich. Da haben wir jetzt eine ganz interessante Art, was man nicht so kennt. Gibt es nicht im Geschäft, das ist keine Speisefrucht, eine Bergamotte. Ist Hauptbestandteil von 4711, dem Königswasser. Da wird das verwendet. Und zum anderen der Earl Grey Tee, die sogenannte Buddha-Hand, das soll auch die allererste gewesen sein in der Evolution. Also man schreibt, vor rund 4000 Jahren ist die schon in China, genauer gesagt bei den Himalaya, aber nicht am Berg natürlich, bei den Ausläufern Richtung Indien, dort sind die schon kultiviert worden. Und das ist die Sorte Maxima, das ist dann wirklich die allergrößte. Die habe ich schon zusammengekriegt, bis auf 26 cm. Doch Vorsicht, wer das erste Mal durch den Zitronengarten schlendert, bemerkt meistens zu spät, dass diese Bäume bewaffnet sind. Da sieht man es jetzt ganz gut. Zitronen haben eigentlich alle mehr oder weniger Dornen. Da zum Beispiel die Sorten ganz schlimme, also da muss man schon aufpassen. Immer mit dem Gesicht aufpassen. Also die, was am Baum haben, die wissen es eh. Von klein bis groß, die sind ganz böswillige. Die großen Dornen schützen die Zitronenbäume aber nicht vor Schädlingen. Das ist ein typischer Pflanzenschädling, was wir eigentlich auf alle Pflanzen immer wieder haben. Blattläuse. Blattläuse gibt es in alle Formen. Schwarz, grün, gelb. Da haben wir jetzt die schwarze. Warum ist das passiert? Wir sehen ja, dass die Krawatte ist da neben der Lüftung angesetzt, aber wir können wegen dem Schnee noch nicht lüften. Und das ist eigentlich immer das Problem. Habe ich keine frische Luft, habe ich keine Luftwälzung, sind sofort die Läuse oder andere Schädlinge da. Und so eben da die Blattläuse. Ein paar Blattläuse freuen mich als kleine Mitbewohner und bringen niemanden aus der Ruhe. Nur bei starkem Befall wird besprüht und auch dann nur mit biologischen Mitteln. Doch das ist kaum notwendig, denn mehrmals täglich öffnet Michael die Schleusen seines Gewächshauses. Der Luftdurchzug verhindert bereits vorbeugend, dass sich Schädlingshorden ansiedeln.